Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Skoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Ihr seht's liebs. Ja, ich habe mal den Sound ausgemacht, weil das ist immer so laut, ne? Mit dem Fluggerät hier, da bist du Bescheid. Freunde, wir haben es gerade kurz nach 12. So, und irgendwie habe ich nichts mehr zu mampfen da. Das macht mir natürlich Sorgen. Fette Burg, Junge. Aber, liebe Freunde, fahrt Mut. Da hat Mut. Das ist unsere Burg hier, guck an. Mit Luftbrücke sogar mittlerweile, Leute. Hier könnt ihr noch was lernen. So, wo fliegen wir denn jetzt mal hin? Wir haben ja am Samstag das Event. Ich habe das ja gestartet soweit in Discord, ihr habt es gesehen. Von 18 Uhr Samstag bis Mitternacht irgendwie geht ja hier die Purge-Zone. Das heißt, die wird dann rot hier. Und dann können wir uns da in dem Bereich kloppen. Ne? Das ist immer ganz angenehm, finde ich jedenfalls, weil die Leute, die mal auch mal Bock auf PvP haben, aber geplantes PvP dann halt, ne? Die können hier eine Burg bauen und nach 14 Tagen können sie dann mal gucken, ob die Burg standhält oder nicht. Ne? So, ich habe schon gesehen bei Discord, da wurde irgendwie ein Kopfgeld oder sowas ausgesetzt, aber nicht auf irgendeine Person, sondern auf unsere Burg. Dass da irgendwie 100k im Spiel waren. Wer jetzt am Samstag unsere Burg vernichtet, komplett, der kriegt dann irgendwie 100k oder sowas. Könnt ihr selber nachlesen in Discord. Leute, ihr seht selbst. Was sind denn das für Gepflogenheiten hier? Ja, wir gehen natürlich als Banditen strategisch davor. Das ist ja wohl selbstverständlich, ne? Und das letzte Mal hat sich unsere Strategie auch bewährt. Verluste gab es eigentlich kaum, oder? Die meiste Zeit haben wir uns selber irgendwie gekillt, weil wir immer an die Stacheldrähte und sowas reingekommen sind, an die Stoppeln und sowas alles, ne? Und dann bist du immer gleich platt. Aber wir haben ja diesmal ein bisschen umgebaut, das Haus alles. Wir haben ja neu gebaut und testen dann mal, ja, ob das da vernünftig jetzt läuft, ne? Wo wollen wir denn mal hin? Wo wollen wir denn mal hin? Zum großen Flugbahnhof oder was? Könnte man vielleicht mal machen, oder? Mir fehlt so ein bisschen im Moment die Motivation, weil ich kenne ja schon alles, ne? Das ist halt das Ding. Ich kenne ja schon so vieles. Wie viele Leute haben wir denn hier? Ja, knapp 20, nicht ganz. Ja gut, Server ist gerade rebootet, ne? Vielleicht locken da noch mal welche ein, bisschen mehr. Andererseits ist es aber auch gut so, weil dann kann ich halt looten. Ne? Man muss immer das Positive sehen, wenn da nicht viele Spieler drauf sind, gerade zu den ungünstigsten Zeiten. Manche spielen ja auch total nachts irgendwie. Ne? Also die kommen dann erst wirklich nachts da. Die stellen sich einen Wecker teilweise um 2 Uhr nachts oder so, weil sie dann Ruhe halt haben. Ne? Oder da in Ruhe irgendwie eine Burg angreifen können. Keine Ahnung, sowas soll es auch geben. Dass sich ganze Squads verabreden. Jo, 3 Uhr nachts stellen wir einen Wecker und dann gehen wir mal hier über die Map rüber und zerfetzen alle oder so. Ja, im Moment fehlt mir persönlich ein bisschen der Inhalt von Skoom, ne? Für alle Neuen ist auf jeden Fall geil und aufregend und spannend, das Spiel kennenzulernen, ne? Für alle Alteingesessenen ist natürlich schon ein bisschen, ja, langatmig, sage ich da mal zu, ne? Und auch ich würde gerne mal wieder ein bisschen was Neues hier erleben bei Skoom. Aber bitte nicht so, lieber Entwickler, dass da dann wieder irgendwie einfach so Häuser reinkopiert werden. Und dann wird da groß geworben, ja, hier ist ein neuer geiler Ort oder sowas, ne? Und dann ist da gar nichts. Ne? Ist alles nur kopierte Häuser, die wir schon kannten. Und das ist alles. Ja, braucht man nicht hin, ne? Ich meine, das sind so uninteressante Orte teilweise, ne? Und es gibt ja auch keine Unterschiede zu anderen Orten. Das ist ja immer noch dieser Hauptgrund, den ich hier an dem Spiel bemängel halt, ne? Wir haben ja im Vergleich 7 Days to Die zum Beispiel, dort das Bausystem, ne? Das ist ja völlig anders, das ist ja ein Klotzbausystem, sag ich mal. Dadurch hast du aber auch viel mehr Möglichkeiten. Und dann haben wir noch als nächstes, oh, knappe Landung hier. Ja, das ist Nacht, ne? Ich kann kein Wort sehen, Digga. Vorsicht, der darf sich nicht überschlagen, da explodieren wir. Ist aber auch instabil, diese Gurke hier, wa? Und dann habe ich ja auch hier Fallout im Moment wieder so ein bisschen am Spielen nebenbei, wenn ich Videos hochlade oder so. Ja, und da ist das so, dass du da wiederum bei, mit Questen irgendwie erschlagen wirst. Da gehst du jetzt hier so zum Beispiel zu einem Flugbahnhof, wie wir das jetzt machen. Und dann ploppt deine Mitte auf, ja, irgendein Quest dann. Also du kriegst da teilweise
die ganze Zeit Queste verpasst, obwohl du nirgendwo drauf gedrückt hast und sowas, ne? Aber selbst wenn du wo drauf drückst, also massig kann Queste gibt's da, ne? Das ist schon wieder ein bisschen overpowered dann, sag ich mal. Ja, und das gibt's halt hier noch nicht so, ne? Es gibt noch nicht hier wirklich so. So, warte mal kurz. Musik. Wir wollen ja auch ein bisschen was von Scum hören, ne? Zum Beispiel, dass da irgendwie so ein Questgeber ist oder sowas. Kill 5 Zombies zum Beispiel. Dann gehst du hier hin irgendwie oder so, aber. Pff, also, sammel 10-mal Mais oder sowas, ne? Also. Und den kriegst du da irgendwie Geld oder sowas für, würde ich sagen, ne? Oder Ruhmpunkte. Greif, kill den Boss von diesen Tech One Stützpunkt, so oder so, ne? Nun lassen wir uns überraschen. Wir wissen ja, dass da einiges noch kommen wird. Ist ja logisch. Ne? Ja, wann kommt die 08? Habt ihr da schon Spekulationen? Habt ihr irgendwie Spyware installiert bei den Entwicklern? Die uns sagen kann, wann da die 08 kommt. Also ihr könnt das gerne mal mutmaßen in den Kommentaren. Boah, ist das dunkel. Nachtsichtgerät gibt langsam den Geist auf hier, weil ich habe nur noch 2 Akku. Zweimal das gleiche hier. Lul! Hubschrauber hätte ich auch ganz gerne hier was gucken. Wir hätten schon so viele geile Sachen gerne, ne? Ja, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, am Samstag beim Purge Day. Ja, entweder uns anzugreifen zum Beispiel. Oder uns aber auch zu verteidigen, ne? Aber ihr könnt auch die dritte Sache nehmen, und zwar hier, dass man neutral ist, dass du da einfach selber hingehst und dann auf alles schießt, was über den Weg läuft, keine Ahnung. Müsst ihr ja selbst entscheiden. Dieser Purge Day, den ich jetzt da so gemacht habe, das ist halt auch um, ja, die Spiele halt so ein bisschen zu konzentrieren, das ist ja logisch. Ne? Wenn ich da irgendwie was mache im Spiel oder so, dann macht das manchmal sogar Sinn, auch wenn einige Leute das nicht immer sofort erkennen und der macht da Scheiße oder was die Leute denn so denken, ne? Aber das hat schon so ein bisschen Hintergrund manchmal, ne? Und ich möchte, dass wir uns beim Purge Day zum Beispiel, ich zeig's hier nochmal, da ist ja mein Haar, da sind unsere Burg hier, unsere Burgen, dass wir uns da so ein bisschen vielleicht drauf konzentrieren, da ein bisschen kämpfen, für die Leute, die halt Langeweile haben oder wie auch immer, ne? Das biete ich denen halt deswegen an, ja? Ihr könnt aber auch andere Burgen angreifen, das sind sicherlich noch mehr als nur wir jetzt, klar, ne? Kann schlecht sehen, oder? Ich werde ja zusätzlich nochmal noch geblendet hier von den ganzen Leuchten, Leute. Aber deswegen sieht man ja auch meine gesunde Monitorblässe. Ja, was war noch passiert? Tatsächlich muss ich nochmal ein bisschen erzählen. Ich hatte doch in letzter Zeit immer gesagt, hier kommt auf den Discord und die Booster, hier brauchen diese Booster-Dinger und sowas, ne? Da hat der ein oder andere wahrscheinlich auch gedacht, ich battle wie nur oder irgendwie sowas, ne? Geht das schon wieder los mit Sachen battlen und sowas, ne? Aber liebe Freunde, auch das hat einen weitergehenden Hintergrund, ne? Den der ein oder andere, wo die Synapsen vielleicht derzeit noch im Winterschlaf sind, das nenne ich so. Ja, aufnehmen oder verarbeiten können, so wie ich das halt meine, weil ich mache mir, wie gesagt, ne? Ich habe schon ein bisschen Gedanken. Nein, also Fakt ist, ich habe mich mit unserem Community-Server, wir haben ja keinen normalen Server, wir haben Community-Server bei Discord, ne? Und ich hatte mich beworben. Ich hatte mich tatsächlich beworben für so ein Partnerprogramm, so. Und wir wurden dann circa einen Monat lang oder sowas überwacht, ne? Und überprüft halt. Und da habe ich heute dann eine Klatsche gekriegt, ja, dass wir halt nicht aufgenommen werden. Das bedeutet, dass wir theoretisch, um Vorteile haben zu können, weiterhin immer boostern müssen und so. Das wollte ich eigentlich verhindern. Deswegen habe ich ja euch immer gebeten, hier versucht uns mal eben zu unterstützen, ne? Und vielen lieben Dank für die Leute, die uns da auch unterstützt haben. Aber es hat anscheinend nicht gereicht, Leute, dass ihr da Bescheid wisst.
Deswegen, ich frage jetzt auch nicht mehr nach Boostern oder sowas, dann ist es halt so, dann ja, geht der Discord wieder in die Grütze, weil ich habe da auch keinen Bock mehr dann drauf. Na, ich meine, wir sind 1200, 1300 Mann oder sowas bei uns im Discord und wir sind eine spezialisierte Community und wenn die Discord-Leute dann meinen, ja, wir sind das nicht wert, aufgenommen zu werden, dann scheiße ich auf alle und dann ist gut. Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin da schon ein bisschen angefressen, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme mal so ein Fernglas mit, oder? Können wir dann am Samstag ein bisschen spähen, wenn die Leute wieder im Busch liegen. Obwohl das halt schwierig ist, ne? Also für Verteidigung. In Sachen Verteidigung kann es ja wirklich knicken hier, ne? Im Moment, das ist nix. Also nix. Die Verteidigung verlieren meistens, ne? Es sei denn, du kauerst die ganze Zeit irgendwie da in deinem Haus drin und machst halt nichts, ne? Weil du kannst nichts machen. Da könnt ihr auch uns tausendmal Feige nennen oder irgendwie sowas. Na, was willst du denn machen? Sobald man rausgeht, wirst du erschossen von irgendwelchen Snipern, die da im Gebüsch liegen. Ja, ganz toll, langweilig. Na? Also das ist schwierig. Das ist schwierig. Deswegen, also ich glaube, das ist das letzte Purge Day, was wir machen oder was, wo ich dran teilnehme. Man kann einfach als Verteidiger nichts machen. Du hast ja keine automatischen Kampfsysteme. Du hast kein Panzerglas, was du dir da irgendwie hinstellen kannst, wo du durchschießen kannst. Also gar nichts. Du bist absolutes Opfer von allen Angreifern da draußen, ne? Ja, es ist ja so. Was willst du denn machen, ne? Weil das Hauptproblem sind die Sniper, die überall in, um die Burg so rumliegen, ne? Was willst du dann machen? Da kommen ja keine mit Nahkampf. Da kommt ja keine Horde mit Nahkampf irgendwie zu deiner Burg hin und versucht dann irgendwie... Nee, die liegen alle ganz weit weg und kommen dann nicht. Die liegen dann da und warten, dass du rausgehst und dich erschießen lässt. Das ist der Blödsinn, ne? Würdet ihr auch nicht machen, oder? Das hat ja mit Feige gar nichts zu tun. Das ist ja eigentlich eher schlau, ne? Wenn man sowas, wenn man da nicht drauf reinfällt auf solche Sachen. Obwohl man ja selber auch Action will, ne? Wir haben das gesehen. Das letzte Mal im Purge Day. Das war sehr langatmig. Weil man konnte gar nichts machen halt zum Schluss. Deswegen fand ich das lustig, wo die Luft, die Leute da mit dem Flugzeug denn kamen. Das war noch ulkig, aber letztendlich schwierig, ne? Deswegen bin ich ja darauf gekommen, ob wir vielleicht diesen Waffenschaden ein bisschen runterdrehen, ne? Den Waffenschaden ein bisschen runterdrehen. Und die Konsequenz daraus wäre natürlich, dass wir dann alle längere Feuergefechte hätten, ja? Also ich würde rausgehen aus der Burg und wenn mich dann einer trifft, dann bin ich nicht gleich im Arsch. Dann kann ich noch weg und so, ne? Also hoffe ich, oder zumindest rückschießen oder keine Ahnung. Also ich... Ihr könnt ja auch mal Vorschläge machen, Leute. Warum muss ich mir mal was ausdenken hier? Ich werde auch nicht bezahlen. Ja? Also ich muss mal gucken. Leute, ihr seht's. Ich bin ja auch für Action und irgendwas Geiles machen und so, ne? Aber das ist schwierig, Leute, weil das Spiel ist halt einfach nicht so richtig so gut programmiert, ne, dass man da richtig geile Sachen machen kann, ne? Jeder kennt es selber, der da einfach schon mal so weggelanzt worden ist. Na guck mal, du gehst hier durch, bam, jetzt war da einer und hat dich dann platt geschossen. Ja, und dann ist aus die Maus, hast alles verloren. Das kennen wir doch alle, oder nicht? Das fördert halt aber nicht vernünftige Kampfsituation halt, ne? Sondern das fördert Frust. Und Frust will ich ein bisschen runterschrauben, ne? Wir sind, glaube ich, alle im Moment gefrustet. Oder nicht? Oder geht's euch allen tippitoppi? Ja, wir müssen mal gucken, wie wir dann hier über den Winter kommen, ne? Wenn die den Strom so hochdrehen oder sowas, ne? Oder wir sogar Stromausfälle haben, ist auch ein interessantes Thema. Während ich hier loote, muss ich mir immer was einfallen lassen, um euch so ein bisschen zu unterhalten, liebe Freunde. Ihr seht selbst. Da
muss ich mal gucken, wie ich das mache, ne? Weil diese Beleuchtung hier, die kostet ja auch Kohle. Sind zwar alles LEDs mittlerweile, ich habe ja alles umgestellt auf LED, aber manchmal, die Masse macht sie ja auch, ne? Drei groß, vier, warte mal, drei, also fünf Leuchten sind, glaube ich, sechs Leuchten sind gerade an, ja. Und dann stehst du hier und dann. Habe ich überhaupt schon Moin im Chat gesagt? Mahlzap. Wer ist da? Max Ugly. Mogli hieß er doch, ne? Nicht Ugly. Was machen wir denn jetzt, Alter? Ich hab nichts mehr zu essen, so richtig. Soll ich mir. Ja, was kann ich mir denn machen, Leute? Ich habe schon Eiweißshake getrunken. Theoretisch müsste das ja reichen, ne? Früher habe ich durch diese Eiweißshakes 13 Kilo abgenommen gehabt. Aber das habe ich jetzt auch irgendwie wieder natürlich wieder drauf. Ich habe das Doppelte, Dreifache drauf. Obwohl ich eigentlich nicht unter dem Jojo-Effekt gelitten habe oder irgendwie sowas. Sondern das ist erst seit 2020 bin ich ja erst fett geworden. Ich hatte so viel Stress, Alter, und dann kommst du nach Hause, bewegst dich nicht mehr. Und das alles zusammen. Stress und dann keine Bewegung mehr. Vielleicht auch Frustessen mit, aber eigentlich nicht so richtig voll viel Frustessen. Aber ich esse auch so halt gerne, ne? Habe ich ein bisschen zugenommen, Leute. Da lauert ein Zombie auf mich. Bist du noch zu retten? Junge, Welt. Mach Platz da, du Hund. Oh Mann, die Zeit, die rennt immer hier, Leute. Ihr seht selbst. Oh, was willst du denn, Digga? Mach mal hier nicht so ein Zappelfilipp, Junge. Komm zu meinen Händen. Wenn ich hier Doppelklick mache, dann sortiert er das nicht ein, ne? Das nervt, ist auch noch ein bisschen nervt. Man muss das wirklich so machen, Leute. So, das ist zu wenig, die ist kaputt. Also lohnt nicht aufzusammeln, ja. Lohnt nicht zu sammeln. Weil da kriegst du beim Händler auch nur kaum Kröte zusammen, ne? Oh, Digga, ich muss schon wieder Schluss machen hier. Eigentlich. Manu, ich will weiterspielen, aber was soll ich tun? Auf jeden Fall, liebe Freunde, vielen lieben Dank nochmal für alle nicht vorhandene für alle Unterstützung. Ja, ist halt so, ne? Müssen wir uns wieder aufpäppeln. Und vielleicht reiche ich das nochmal ein Partnerschaft-Discord, wenn wir 2000 Leute sind oder sowas. Aber vielleicht ist es dann besser oder so, ich weiß auch nicht. Oder die mögen halt unser Spiel nicht oder so. Naja, wenn die unseren Chat gesehen haben, die sehen ja, dass wir uns auch manchmal so ein bisschen zerfetzen da so, ne? Aber das ist ja wegen Spiel, also das gehört ja dazu. Ich meine, man zerfetzt sich ja die ganze Zeit. Deswegen zerfetzt man sich ja nicht in echt. In Wirklichkeit mögen wir uns ja alle, sind alle hier Kumpels oder was auch immer. Ja, du gehst ja auch zum Karatekurs, um jemanden da zu zerfetzen, aber da hast du ja auch nichts gegen den persönlich oder so, ne? Vielleicht haben die das ein bisschen falsch verstanden da bei uns hier im Chat oder so, ich weiß nicht. Ja, weiß ich nicht. Oder die wollen ein bisschen umgarnt werden, ne? Soll nicht sein. Gut, liebe Leute, ich lock mal hier aus, wa? Sonst keinen Sinn im Zweck. Dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder oder abends im Livestream. Und dann bis dann.